Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge X3 Albin-Pilot. Wo war ich das letzte Mal stehen geblieben? Ich hab's echt vergessen. Nach fast 6 Tagen. Ja, 6 Tage. Eine Woche fast mit einer kleinen Pause zwischendurch. Genau. Ich wollte noch eine Mission noch abschließen. Und zwar Patrouille, Rotes Hauptquartier. Stimmt ja. Und ich könnte ja mal meine Cam wieder einschalten. Sopp. Hallo. Ja, gute Laune. Und zwar, das habe ich euch zu verdanken, weil ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die letzten 2 Folgen oder beziehungsweise auch die letzte Folge ganz gut rüberkam. Also dafür noch einen vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Und ja, also das ist etwas, was mich persönlich positiv überrascht, sowas, ja. Ich hätte mit sowas jetzt ja nicht gerechnet, also bei dem letzten Video 6 Daumen nach oben, also ja, super, Leute, echt. Und ja, ich denke mal, dass das Ganze auch weiterläuft. Ich habe da auch, ich weiß nicht wieso, es sind noch einige Abonnenten dazugekommen, auch an die Neuen unter euch. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Deswegen, ich versuche heute mal, eine Nova zu verkaufen und eine Manta. Ne, noch ein bisschen zu teuer, noch ein bisschen zu teuer. Auch zu teuer. Deswegen, das ist etwas, was mich persönlich positiv überrascht. Das hätte ich jetzt da nicht gedacht. Ich hoffe mal, ich kann mich da gegebenenfalls bessern. Weil das mit der letzten Folge, das war eigentlich wirklich gar keine Absicht gewesen, dass ich da diese Mission, sage ich mal, ercheaten muss, beziehungsweise die Station dort halt zerstören. Das war halt leider nicht meine Absicht gewesen, aber dass das so schnell sich wieder regeneriert hat, also dass die Schiffe nachgespawnt sind, das war mir schon ein bisschen komisch gewesen. Entweder habe ich mir zu lange Zeit gelassen, ja, was eher meine Befürchtung ist. So, ich glaube, die Kuh ist jetzt da hinter mir her. Und bei den Argonen könnte ich ja auch gerade mal nachschauen. Argonen. Ah, wobei, bei den Argonen bin ich schon verbündet. Das finde ich gut. Weil ich weiß nämlich nicht, wie sich das verhält mit der Todplot-Geschichte. Weil da geht es ja auch demnächst weiter. Ich hoffe es mal. Aber ich will zuerst mal die Stationen weiterbauen. Und zwar... Ah, da ist noch ein Schiff dazu gekommen, okay. Und zwar will ich ja die Mantis-Rakete. Oh, Moment. Ist da jemand dabei, der mir mit der Partikelbeschleunigerkanone? Nochmal zurück. Mit den Stationen. Und zwar einmal wollte ich ja die erste Station in Menelaos Grenze bauen. Und dann hat noch jemand in den Kommentar geschrieben, wo man auch recht gut, sage ich mal, Stationen bauen könnte, wäre bei Energiezirkulum. Und ganz schnell weg. Wäre bei Energiezirkulum. Ich weiß nicht, ob ich dieses... Doch, habe ich. Ach, das ist da oben, stimmt ja. Genau, die haben ja 3 Sonnenkraftwerke. Eigentlich ja, Linie die Energie hätte 2 mit einer Ranch dabei, Kristallfabrik. Ich glaube, Energiezirkulum hat, glaube ich, keine Kristallfabrik. Na. Das ist ein bisschen fraglich. Aber eine Titan ist reingesprungen. Ja, die nehmen Kurs auf die Kuh, definitiv. Dass ich da noch Hilfe bekomme von den Argonen, hätte ich jetzt ja nicht gedacht. Ich glaube, das hängt wahrscheinlich mit der Mod zusammen oder durch die Updates noch. Ich weiß jetzt auch nicht. Ich weiß nämlich jetzt auch nicht, welche Version jetzt zur Zeit online gekommen ist. Ob Commander Aldebaran da noch was getan hat. Ich weiß es echt nicht.
Ich habe jetzt da circa eine Woche lang nicht im Dings nachgeschaut, im Egosoft-Forum, ob da was Neues kam. Deswegen entschuldige ich mich wieder dafür. Alalalala, die dicken Dinger, die machen schon ein bisschen, bisschen Krach. Oh, sind das Tomahawks? Oh, das sind dicke Raketen. Ui, und ganz schnell weg. What the fuck? Okay, das waren doch die dicken Raketen gewesen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, und eigentlich müsste das jetzt auch gewesen sein mit dieser Mission. Nicht viel bekommen, aber... Ah, nee, es geht noch weiter. Linie der Energie. Oh. Nur halt meine Schutzschilde geben langsam den Geist auf. Erreiche System, Linie der Energie. Mal. Oh, da ist noch eine Mission für mich. Ich denke mal, hier wird noch eine Kuh wieder auftauchen. Was? Ah, Wäsche der Königin. Ach so, das war schon gewesen? Sie sprechen mit dem Giebel. Übertrage jetzt die Daten. Diese Mission sollte simpel werden. Sind Sie daran interessiert? Wo muss ich hin? Energiezyklung. Okay. Sprungantrieb wird geladen. 10%. Ich hoffe mal dort in der Nähe, weil da könnte ich mich auch noch das eine Sprungtor noch mitnehmen. Erreiche System. Energiezyklung. Ja, er ist auch gerade dort hinten. Oh. Pirat, Adler. Oh, gut, okay. Das ist nur eine M6. Das hat mich jetzt gerade ein bisschen verwirrt, dass das jetzt vielleicht eventuell ein Sperber wäre. Und Sperber wäre doch schon ein bisschen mies, da die halt schöne Raketen an Bord hat. Wird dann ein bisschen schwierig dann. Wenn nicht, müsste ich dann meine Geschütztürme auf Raketenabwehr stellen. So, und auf geht's. Ich bin zu schnell. Ja, der Adler hat da keine Chance. Ich bin immer noch zu schnell. Rakete im Anflug. What? Okay. Was sind das noch? Bumm, der ist weg. Ja, die kleinen Biester da, die können schon ganz schön nerven. Die kleinen Biester können ganz schön nerven. Pirat Adler. Ich mag eigentlich die Piratenschiffe alleine schon durch ihre Farben. Dass die anders bemalt sind. Das finde ich echt cool. So, wir nehmen uns den Harrier vor. Der kommt direkt auf mich schnurstracks zu. Und das. Und der nächste. Da kann ich mich nochmal ganz beruhigt mich um die Adler kümmern. So. Da sehe ich eine Station, die eine Mission für mich hätte. Die ist ganz dort hinten. Und ich glaube, die Adler hat vorne mehr Geschütze als hinten. Ich bin mir nicht sicher. Ich bremse mal frühestalber ab. Energie-Plasma-Werfer? Nee. Ionen-Plasma-Schnellfeuergeschütze. Doch, Energie-Plasma-Werfer. Immer im Kreis. Brumm, brumm, brumm. Okay. Eingehende Nachricht. Ich muss ja nämlich auch Geld jetzt noch bekommen, wenn ich meine ganze Station bauen will.
also die komplexe. Sie sprechen mit ich werde dem halt zwei Stück bauen. Ich habe übertrage jetzt die Daten. Sind Sie an dem Job interessiert? Ja, einmal von Name vergessen. Vom Achim, genau. Und dann hat jemand halt noch geschrieben, Energiezirkulum, ein Chipwerk aufzubauen, also sprich, sag ich mal, so ein Komplex. Und zwar von dem. Ich kann den Namen nicht lesen. Siegteid, ja. Also der hat nämlich auch geschrieben, man kann dort ein Chipwerk hinbauen mit einer Corona-Produktion. Energie bekommt man natürlich hier zu kaufen, das stimmt. Also ich habe hier drei, oh, vier Sonnenkraftwerke gibt es hier. Oh, okay. Und sind eigentlich immer recht, ja, eigentlich gut belegt. Und ja, Erz gibt es ja in Heronsnebel, das ist ja auch nicht gerade weit. Na gut, wobei, Heronsnebel... Ja, das stimmt schon. Erzfabriken, zwei Stück. Genau. Erzgürtel wäre eigentlich auch noch optimal, weil hier gibt es nämlich auch sehr, sehr viel. Oh, was? Plutag mein. Okay. Haben die dazu gebaut? Aber wie viele? Silizium, Silizium, Nividium. Oh. Stimmt ja, es gibt ja auch. Nividium-Fabriken, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Da sind sie. Eine L. Sorry. Ja, wie gesagt, erstmal ein bisschen Geld farmen, also 3,4 Millionen, da komme ich nicht weit. Da werde ich... Oh no, noch eine Kuh. Oh oh. Da werde ich wahrscheinlich einer meiner Schiffe verkaufen. Ich weiß noch nicht, welches Schiff ich verkaufen werde. Ich habe nämlich einige Schiffe, die ich ja nicht mehr brauche, großartig, ja. Die Wotan, ich weiß nicht, ob ich die Wotan noch weiter behalten soll. Ich weiß auch nicht, wie es mit der Totplot weitergeht. Kann das sein, dass hier bei mir irgendwas nicht stimmt? Hört ihr Musik? Weil wenn ihr keine Musik hört... Da gibt es ein kleines Problem mit meinem Aufnahmeprogramm. Ich hoffe mal, ihr hört jetzt den Ton. Ansonsten muss ich da das Video schneiden und dort dann ein kleines Musikhintergrund dazu machen. Oh, ich hoffe nur, man hört den Ton. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Da habe ich jetzt ja echt nicht drauf geachtet, ob man da einen Ton hört. Ist das die Titan wieder da? Ups. Ne, eine Kolossus. Okay. Hätte ich vielleicht eine Chance, das Schiff zu knacken? Weil es sind ja noch andere Schiffe da. Oh, oh, ich bin zu schnell. Es sind noch andere Schiffe da, die mich unterstützen. Weil die schießt ja eher auf die als auf mich. Ich will nur das Geld haben, mehr nicht. Und eventuell auch den Ruf. Ich habe hier eigentlich recht schnelle Waffen. Aua. Ja. Boah, wie schnell ich da wieder wegfliege. Wenn man zu dicht dran ist. Okay, ich habe den Kill bekommen. Ja, da kommt auch noch die Zentauren, eine Titan noch dazu. Okay, also man bekommt doch noch recht gute Hilfe, wenn man solche Missionen annimmt. Das hätte ich so nicht gedacht. So, das wäre einmal, genau, Energiezirkulum. Dann geht es wahrscheinlich runter nach Heronsnebel. Wir beschleunigen das Ganze mal. Deswegen, ich weiß es nicht, ja... mit der Todd-Plot-Geschichte. Ob da... ob es da jetzt da Sinn macht, die Argonen hochzuleveln. Und ob ich da, ja, die Komplexe bauen soll. Ups.
Deswegen werde ich da demnächst, wahrscheinlich nächste Folge, vielleicht eventuell die übernächste Folge, werde ich dann mal anfangen, mit der Top-Top-Geschichte weiterzumachen. Ich habe ja meine Infanteristen, also meine Marines, sind irgendwo hier, genau. Meine Scabbard ist da. Hat die schon. Die Scabbard wird hauptsächlich dazu verwendet, Personal zwischen USC-Einrichtungen und Schiffen zu Ne, stopp, das war befördern. weiter oben gewesen. 30 von 40, okay. Das heißt. Sorry. Diese Außenposten dienen Es als sind. entlegene Operationsbasis für militärische Schiffe. Keine Hier oben mehr. mit. Okay. Handel? Ich habe einige schon dabei, die sind schon 5 Sterne, okay. Ah. Soll ich die noch einmal aufleveln? Besonders, am besten mache ich die. Das ist einmal Ingenieurswesen. Schnell. Das ist Hacken. Schnell. Dass die jedenfalls mal einen Stern haben. So. Genau. Dass die jedenfalls einen Stern haben. Dass es für mich ein bisschen einfacher ist. Oh. Ein Apollo ist auch da. Die Xenon-Q könnte ich vielleicht noch bekommen. 50 Kilometer? Nee, bekomme ich glaube ich nicht mehr. Doch, doch, könnte ich noch bekommen. Ich bin mal wieder zu schnell. Bitte, 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 bitte. Nein, habe ich nicht bekommen. Schade. Ui, oh. Wenn die eingeschlagen wäre, Prost-Mahlzeit. Aber keine großartigen Waffen hier. Okay. Die war ein bisschen schnell unterwegs gewesen. Alter, sind das Flakgeschütze? Wo der drauf hat, die Apollo. War das die Apollo gewesen? Nee? Das war die Cerberus. Oh, Flakartillerie. Okay. Alles klar, Flakartillerie. So. Dann geht's halt jetzt weiter. So schöne Waffen wäre eigentlich auch ganz gut. Ich glaube, ich mache mir mal Gedanken, welche Schiffe ich verkaufe. Prototyp. Oh, einmal 200 Megajoule. Wenn ich das Hauptquartier bekomme, dann könnte ich eigentlich diesen Prototyp ja in dem Falle ja als Blaupause benutzen. Dann hätte ich ein recht schnelles M3-Schiff. Mit guten Schilden. Puh, ja. Gut, okay, die Korvette, die bringt mir ja gar nichts. Nova Prototyp. Ich weiß echt nicht, was ich für Schiffe verkaufen soll. Die Klave. Ah, oh Gott, die Klave. 240 sechsmal. Also das wären 125 Megajoule. Könnte ich eigentlich auch nutzen. Oh Gott, es ist wirklich eine recht schwere Entscheidung, was man da. Die Widder könnte ich verkaufen. Weil die brauche ich nicht. Elefant, den habe ich mal geholt für die Klave zu holen, also rüber zu fliegen. Puh, Kaiman. Die Wotan Kills 8. Die Scabbard, genau. Ah ne, das war ja die hier. Aber ich habe noch irgendwo noch eine Scabbard. Die ist doch bei Alltwin, ne? Genau. Aber ich glaube, die hat auch Marines an Bord, ne? Ja, 20 von 40.
Ich weiß halt nicht, wie gut die sind. Ah, super schlecht. Okay. Mein schwarzer Teufel ist auch da. Gut. Greif. Greif hebe ich auf. Den hebe ich auf. So, geht's jetzt hier? Nein. Aber ich habe schon gerade was gesehen. Mach Hallus. Halluzination habe ich wieder. Na. So. Jawohl, da ist, glaube ich, der erste fertig. Der zweite ist fertig. Also von meinen Marines. Eingehende Nachricht. Drei Stück. Das ging schnell. So. Oh, hier haben wir auch was. Satellitenfertigung. Erweiterte Satellitenfertigung. Alpha. Ein paar Kilometer entfernt. Ich freue mich echt schon auf X4. Da bin ich echt gespannt. Muss man halt noch ein gutes Jahr warten, bis es rauskommt. Leider, leider. Sie sprechen mit dem auf dieser Mission für dich vielleicht große Schwierigkeiten. Aha. Für 1,6 Millionen. Oh ja, für 1,6 Millionen. Aber das scheint dann wiederum ein Großkampfschiff. Wow. Das scheint wiederum ein Großkampfschiff zu sein. Für 1,6 Millionen. Eine gute Frage. Weil je besser der Kampfrang wird, desto, sag ich mal, lukrativer werden die Missionen, aber desto schwerer werden diese auch. Euer Verbündeter, 98%, ja. Ich glaube, eine Kuh gibt es hier nicht, nee, nee. Boah, ihr wart schnell da gewesen. Ja, die Cerberus, 53 Kills. Die Zentau, 46 Kills. Ja gut, okay, schnelle Einsatztruppe. Also schnell ist sie. Oh, der Frachtgutstransporter hat hier einen Kill gemacht. Ja, geil. Cool. So. Gibt es, hier kann man eigentlich nichts Großartiges kaufen an irgendwelchen Stationen. Ah, hier, die Nividiumine, genau. Die kann man kaufen. Die Apollo. Ah, stimmt, die Blitz. Genau. Ein superschnelles Schiff. Genauso wie die Starburst. Oder Starburst. Sind eigentlich ganz cool für Taximissionen. Weil es gab ja. Ich bin jetzt nicht sicher, bei X2 oder war das auch bei X3 Reunion gewesen? Da hat man eine Taximission angenommen, die immer weiter ging und weiter ging und weiter, weiter, weiter. Und so hat man sich dann auch in circa eine Stunde, hat man sich da ja auch Millionen an Credits verdient. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das auch bei Terror Conflict oder beziehungsweise bei Albin Pilot auch nur ist. Das müsste ich mal austesten. Mir eine Blitz zu kaufen und dann halt solche Taximissionen anzunehmen. Oh, da kommen noch mehr. Oh, da kommen ja wirklich noch mehr. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das muss ich mal austesten. Ich dachte, das wäre es gewesen mit dieser Mission. Oh. Die P gehört mir. Die gehört mir, die P. Da macht einer ganz böse Schaden an mir. Aber die P will ich zuerst unbedingt haben. Komm. Gardist. Hier der nächste, wo fertig ist. Oh, noch einer. Ziel verlässt Feuerreichweite.
Ja. Da kommt ein bisschen Schaden rein. Ah, ein bisschen hier rumschwänzeln. Jetzt habe ich dich. Ich bin zu schnell, ich bin zu schnell, ich bin zu schnell. Jetzt habe ich dich. Und tschüss. Wow. Ah, die fliegt da drauf. Kriegst du ihn, Rakete? Kriegst du ihn? Komm schon. Gleich macht's Bumm. Boom. Okay, also der kleine Jäger war doch ein bisschen hartnäckig gewesen. Ja, okay. Okay. Jawohl. 28.000 Credits. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, war es das gewesen mit dieser Folge und wir sehen uns dann zum nächsten Mal wieder. Also, bis denne. Tschüss.